3. Echt jetzt aus? Naja, na, also die Animation dauert lang, aber die Würfel selbst, das Ergebnis wird gleich in den Chat gepostet, soweit ich weiß. Oder? Ich glaube schon. Gar nicht wahr. Nee. Ja, dann nicht. Dann dauert zu lang. Kann auch sein. Erst ja. Verwendet 3D-Würfel. Erst. Total unnötig. We don't care. Ja, hast nicht einmal 3D-Brillen. Wo sieht man die 3D-Brillen überhaupt? Wo sieht man die 3D-Würfel überhaupt? Muss es einstellen, ne? Habe ich aber gemacht. Und wo sieht man dann? Ja, die rollen so deppert über den Bildschirm drüber. Ja, das ist so jedes Mal, wenn du das rollst im Chat, solltest du über den Bildschirm rollen. Schauen wir mal, was von mir geht. Geht's bei dir wieder, Michi? Ich roll nicht. Interessanterweise haben wir jetzt wieder 10 MPs. Das ist es. Stimmt. Das ist jetzt meiner. Musst du es nicht einstellen, ne? Ja. Weil vielleicht nur eins. Vielleicht muss ich eins dazu schreiben. Ah, okay. Ich muss dazu schauen, wie viel der Syntax. Ich war Syntax schlampert. Was ist Syntax schlampert? Schlampert, wenn ich dazu, wenn ich die Zahl der Dateis nicht dazu schreibe, dann mach das nicht. Ich schreibe normal die Zahlen dazu, wenn ich nur einen rolle, ne? Naja, ich roll okay. D20, ne? Und den schreibe ich dann. Das geht nicht. An D20 geschrieben. Das geht nicht, das geht bei mir aber auch. Roll D20. Du bist wahrscheinlich groß geschrieben als D. Das geht glaube ich nicht. Echt? Ja. So klar das? Schauen wir mal, ich glaube, oh, er geht auch bei mir. Ja. Aber es sind jetzt zwei. Sag mal, Stefan, was ganz was anderes. Keine Ahnung, ja, bitte? Weiß es einfach nicht. Hast du noch den Link zu meinem kleinen Radler? Zu deinem was? Was? Zu deinem was? Zum Charsheet von meinem kleinen Radler. Ich hab das schon angekriegt in-game. Achso, hast du das komplett in-game? Ja. Ah, okay. So, das ist fertig eingetragen. Also ich zumindest musst du ein bisschen drüber schauen, aber ich glaube schon. Die Skills musst du mir vergeben. Ich glaube, du hast ein oder ein bisschen mehr sogar Skillpunkte. Sag mal nicht. Nein. Na? Wir sind dann ein paar Chat-Roulette. kommst du jetzt schon rein und ist da David schon da? Dann gehen wir anfangen. Wo war denn das? Ich war nie weg. Also ich bin in der Ja, nein. Aber der Martin findet. Und nachdem der Martin hoffentlich immer dabei ist, weil er geamstig auf das ist und gern schreibt, darf der Martin das Tagebuch führen. Was ist ein Tagebuch? Nein, das ist die andere. Liebes Tagebuch. Genau, ja. Fick dich. Ja. Irgendwer sollte mitschreiben, wann was passiert ist, wer was gemacht hat. Sonst, wenn Leute irgendwie die Sessions verpassen, dann ist es blöd, weil die Kinder sind dann starren aus und die können sich dann auch nicht mehr aus und können sich nicht mehr erinnern und dann kennen sie alle starren aus und ja, das ist auch scheiße. Ja. Und wenn sie einfach irgendwo einen anderen haben, dass sie auskennt. Ja, aber es ist schön, dass sie die Starren auch auskennen, gell? Ja, die Starren, das sind leibend, ja. So, nein, ich würde es nicht übersetzen. Kannst du es kurz übersetzen, bitte? Kannst du es bitte übersetzen, die Seite? Das Internet? Nein. Kurz. Das ganze Internet soll ich übersetzen? Ja, das ganze wieder Internet. Dann macht den schon wieder 8-mal. Erst, ich hab's deaktiviert. Scheiß. Wo ist denn das? Das ist generell einmal. Am Zahnradl. Video und Voice. I want to receive from others nothing. Nein, wie würde ich sagen? Nicht. Dann musst du muten. Dann musst du auf Video und Voice gehen und dann musst du muten. So funktioniert. Ist ein bisschen ein Scheiß, das mit dem Markus, gell? Und sag mal nicht deine Titten. Erst Marco. Bist du der Urleister? So, alle da? Ich bin da. Was ist? Warum bist du ein komisches Icon? Weil du schlecht bist. Was ist letztes Mal passiert? Gar nichts. Deine Mutter. Ich weiß nicht, was das Viech auf einmal ist, das Narf. Da kann man nicht mehr erinnern. Das ist mein kleiner Radler. Nein, der gehört da. Das macht man jetzt nicht. Das kann man nicht mehr erinnern. Ich kann an den ganzen Typen gar nicht erinnern, der was da steht. Ja, ich genau. Mich fast umgebracht. Also, genau. Das kann dann haben sie mich nicht umgebracht. Und also, was war. Langsam. Was war vor die Goblins? Vor die Goblins? Genau. Da war gar nichts. Und genau deswegen schreibt man Tagebuch mit, weil dann weiß man, was vorher war. Natürlich war vorher was, ne? Er fest da. Genau. Ja, ist ja klar, sonst wären wir ja nicht da. Kein Essen. Ja, Martin weiß es zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, ob er im Players Guide gelesen hat und ob das da drin steht. Ach so, genau. Okay.
Der Martin, im Player's Guide ist nur rudimentär über das Ganze drin gestanden. Also jetzt hat er schon auswendig gelernt. Ja, ja. Yeah. Eben. Okay. Wo ist denn das da? Ja, sicher. So, aber das Player-Tagebuch, Gruppentagebuch, wenn ich das aufmache, kann ich gar nichts drinnen machen, oder was? Oh ja, müsstest das Gruppentagebuch, da kannst du auf Edit gehen und solltest du... Description und Note kann ich. Ja. Kann ich nicht auf Markus vom Handy. Description und Note was eintragen, da kannst du genug eintragen. Da schreibst du da einfach eine... Was der taugt. Warte mal ganz kurz, ich lege mal da kurz im Skype auf und schaue, ob ich das am Handy zusammenbringe, und dann kann ich nämlich auch meine Kamera einschalten und dann sagt er mal. Nein, Marco, lass das so. Ich will was hören von dir und ich würde gescheit hören und das mit dem Handy ist gar nicht. Oh, ich kann das Headset aufs Handy anschließen. Achso, ja. Dann ich will den Marco gar nicht hören. Ja. Gut. Also. Damit der Martin ist auch was, in der Stadt, in der Sandspitzenstadt, Moment, ich durch kurz mal, die schaut so aus. Ja, die habt ihr gesehen, warte jetzt, die gibt's alle nicht mehr eigentlich, warte, die hole ich um von drüben. Das ist die Stadt, wo es alle wart, der Ultern ist da. Na, das funktioniert auch prima. Kannst du da, Martin, kannst du schauen, ob du deine beiden Tokens verwenden kannst? Also, ob du dich bewegen kannst? Deine Spielfiguren? Hi. In Nav auch? Ja. Ja, super. Feines. Fein. Super. Erst, ich will die Token da unten kleiner machen. Die Token. Was willst du? Was ist du? Die verdammten Token da unten, will ich da unten kleiner machen. Ja, okay, passt. Weil ich auf zwei Fenster spiele. Und in einem sind die Chauschützen und Charakter und in anderen ist halt der Scheißdreck. Ja. Die Tokens, die sind jetzt da auf der Map eh mal wurscht, weil das ist nur die Übersichtsmap von dem Dorf oder von der Stadt, wo es ersatz. Nur damit du weißt, wie du ausschaust. Und da ungefähr, wo die Tokens jetzt alle stehen, gibt es einen Domplatz. Da ist ein großer Teil dieses Fests stattgefunden. Und dort gab es diesen Goblin-Angriff. Ne? Also, immer wieder zurückkommen da zur eigentlichen Seite vom Domplatz. Also du bist irgendwie etwas verspätet zum Fest kommen und kommst auf den Domplatz und es ist schon voll die Kacke am Dampfen. Und so, ich dachte, Party kommt so spät. Ja, weil er einfach zu langsam ist. Und ein Zauberer kommt nicht zu spät. Er kommt genau dann, wenn er es beabsichtigt. Aber du bist kein Zauberer, sondern ein Druide. Du bist ein Druide, ja, und kein Zauberer, wollte ich gerade sagen. Gut, und also die vier Typen, die was da am Podium stehen, von dem sich der Kleriker auch gleich wieder Richtung Mitte des Podiums verzirkt, die, weiß nicht, ob du dich schon kennst oder nicht, wahrscheinlich eher weniger, die werden sich noch eher noch vorstellen. Die drei hinnigen Goblins, die da rumliegen, kann ich schon mal löschen. Und, ja, die kannst du ja looten, wenn du willst. Warte, ich muss jetzt mal schlaues Buch holen. Das ist da. Schlaues Buch. Ich hab schon gelootet. Ja, das machen wir eh. Beziehungsweise, nein, du lootest jetzt noch nicht, weil es geht gleich weiter. Und zwar, Initiative würfeln. Weil da hinten tauchen nochmal Goblins auf. Was? Ja, Goblins. Und noch dazu, wo ist denn das? Goblins. Passt du das eher an die Gruppengröße an? Weil jetzt kommen ja schon wieder so viele. Ja, das ist angepasst. Ja, wirklich? Was? No. Ja. On the fly? Ja, ich mach das on the fly, ja. Nicht gleich. Das ist Teil des DM-Seins. Und die überall in der Stadt erklingt dann so ein komischer Gesang von einigen der Goblins, die herumsingen und total wütend umeinander schreien und so. Aber nicht alle von den Goblins singen, in dem Fall singt nur die hier, wo ich den Kreis gerade gemacht habe. Singen? Ja, die singen, also soweit man das als Singen benennen kann. Weil der hat was reingehört, ein bisschen eh. So, und du zum mal brav Initiative würfeln. Initiative, jetzt muss man es mal checken. Wie geht das? Ich würfel auch Initiative, die haben, entweder du schaust am scharfen Sheet einmal,
Wie war das nochmal gemacht? Ah, da drin. Genau. Das Sheet und da hat man es, glaube ich, werfen können. Das kann ich jetzt noch aus dem Browser wieder nicht rausgeben, das Sheet, gell? Ach Gott, das ist ja homosexuell. Was ist denn das für ein. Das ist der Zahl, Dings. Das ist der zwei. Ah, 4 plus 4 hat die und den plus 1. Nee. Die 20. Was ist denn das Geräusch? Das ist, wenn er gewürfelt hat. Ah. Falls du das meinst. Hm. Ja, das gerade. Irgendwo habe ich ihn schon mal gelesen. Was steht denn das? 4. Ah, jetzt. Gar nichts hast du gelesen. Super habe ich gewürfelt. So, das ist die und die. Ja, gut. Add turn. Ja, das ist jetzt immer den. Aber habe ich da nicht so ein geiles Perk mit. Ja, yeah, ja, yeah, plus Inni? Weiß ich nicht. Hast du eins? Das war doch ich. Ja, weiß ich nicht. Hast du eins? Ich. Auswendig weiß ich es auch nicht. So. Hoppala, ich glaube, das war nicht. Naja, na klar, das war damals nur beim ersten. So. Well, der hat. Ersten habe ich ja nur einen Halböfen gehabt. Kann sein, ja. Und der hat das nämlich gehabt. Da hab ich nämlich den Perk nämlich auch genommen. Also, da hast du ja nicht Perk, wärst du da. So, da. Sag mal, bei irgendwem brummt oder so, kann das sein? Ja, bei mir fliegt gerade ein Hubschrauber. Achso, okay. Okay, der Marco hat. Du hast minus 2 inne? Bonus? Plus 2. Bonus? Ich hab 6 plus Bonus 3, ich glaube, das ist der 9, oder? Oder sind die 3 schon eingerechnet? Das weiß ich nicht, warte mal. Normal ist es schon eingerechnet. Also, es ist schon bei dir schon eingerechnet, aber. Dann habe ich 6, ja. Der Marco hat. Achso, okay, passt schon. Also, du hast 5 und passt der 6. So, der Marco hat 5. Warum 5? Wir brauchen. Was ist so? Nein, das ist schon eingerechnet. Der Bonus ist schon eingerechnet. Der. Ich habe 6. Toni hat 6. Zweiter Wurf war nur zum Testen. Ja, ja. Zum Testen, zum Testen. Testwurf, ne? Ja, ist der Schlitzinski. Okay. Ist der Schlitzinski. Wo hast du da inne? Gott, wo will ich das eintragen? Da ist irgendwo, oder? Ich würde das auch so machen, gell? Ja. Jederzeit wieder. So, wo ist da überhaupt die inne? Sehe ich das gar nicht. Artboard Reader? Schön gesehen. Da ist die Initiative. Genau, passt. Ja, super. Was, die haben inne 120? Are you fucking kidding me? Wir haben gut gewürfelt, ne? 20 und 18. Nicht schlecht, ne? Alter. Unglaublich. Und warum stehe ich da überhaupt ganz vorn? Hast du schon gewürfelt? Oder? Gewürfelt. Ja, sicher. Stirb 11. Achso, für die Ratte auch? Ja, klar. Das Pad muss auch extra gewürfelt werden. Ah, okay, also ja, 4 klar. Und 12. Was ist das erste? Bist das du oder das ist die Ratte? Ja, ich kann 4, das zweite da ändern. 12, okay, passt. Super. gut. Und die sind gleich dran. Was machen die? Der charge auf die da. So. Na, sicher nicht. Ah, warte mal, die haben noch keine. Point blank so. Shot. Was? Nein, so funktioniert's nicht. Aim shot. So auch nicht. Wieso? Interception. Ich dachte, wir sagen einfach jetzt irgendwas. Abwehrfeuer. Multishot. Abwehrfeuer, danke Marco. Kill shot. So, und weil der gerade diese Goblins da den Gesang da, also in dem Fall diese eine da mit der Badger den so Gesang anstimmen, kriegen die plus 1 auf alles Mögliche. Warte mal kurz. Wo steht denn das da mit dem Goblin Lead Zeug da? Also ich muss nur 20 GB downloaden. Von was? Na, Wasteland 2. Okay. Verstehe. Steht da mal? Ja. Ja, also ich stecke plus 1 auf die ganzen Angriffe und so. Wie kriege ich denn da das Video jetzt zum Rennen? Ah? Was für Video? Na, ja, von mir. Von dir? Ja, nein, weiß ich nicht. Na, die Webcam rennt, ne? Haben wir der Film auch. plus 2 haben die. Gut, die 20 plus 4 auf den, wie ist da, auf dem Ultern.
auf dem Ultern. Das trifft wahrscheinlich, ne? Nein, das trifft wahrscheinlich schon, ne? Nein, sicher nicht. Ja, okay. So, ich bin ein geschmeidiger Elfe. Nein. Und er ein D4 plus 0 oder minus 1? Nein, D4 0. Und zwei Schaden. Ja? Oh Gott. Die kannst oben eintragen, gleich wenn du auf deinen Chuck kriegst und aufs grüne, auf die grüne Blasen kriegst. Auf den Totenkopf. Kannst minus 2 geben, Enter und dann zückt das automatisch ab. Gut. Moment mal, wieso kann ich es am grünen und dann... Genau, am grünen klicken und dann minus 2 geben und dann, ja. Wieso dann, minus 2? Ja, weißt du schon? Oder das, wenn du nicht rechnen willst, kannst du auch minus 2 geben und der rechnet für dich, ne? Oder kannst du auch Plus eingeben, wenn du geheilt wirst und so weiter, ne? Also, ja. Schau mal, wie weit ist das da? Stefan, wo stellt man das ein mit deiner Webcam? Das Webcam? Was? Das weiß ich nicht genau, was... Nimmst du mal schon, was? Ja, hast du eine Webcam im... Ja, jetzt schon. Hast du überhaupt eine Webcam? Na, am Handy, oder? Ja, jetzt habe ich eine, was? Ja, am Handy hilft's nichts, ne? Da merkt man, dass der Steffen bei meinem D-Support ist. Haben sie überhaupt eine Webcam? Ja, voll. Und dann, die nächste Antwort gleich, na dann geht gar nicht. Genau. Ja, das geht alles, habe ich schon gemacht. Also, warte, ich muss einmal kurz... Ich glaube, ich muss einmal aussteigen. Kann ich einmal kurz aussteigen aus der Runde? 60, du kannst gerne aussteigen, ja. 60 Fuß sind zu viel. Na, es fangen wir alles geht's raus. Der charge dich an. Mit. Ups, ja. Ich kann nicht schauen. Ja, 1d20. Ups. Plus 4. Die sind halt leichter zum Treffen in der nächsten Runde. Charge ist wie immer. Ja, es trifft. Nehmen wir es dann, das Treffen wird treffen. Ah, mein Handy geht aus. Die 4, dann musst du es anstecken, ne? What is bad? Okay, 4 Schaden für den David. Und der letzte rennt da um. Geiler Scheiß, oder? Und steckt da den Karren. Über 20 jedes Mal. Karren im Brand. Dreimal über 20 Kürbis. War vorige Runde auch schon so. Und die zaubert irgendwas. Über 20 Kürbis. Schau an, der hätte doch. Ich würfel nicht über 20. Würfel durch 18 und 19 und 20 und 17. Marco, hast du über 20 gewürfelt? Ja, der macht Du Marco? Hast irgendeinen Hacklauf, ja, das gibt's nicht. Das war letztens auch so. Siehst du mir? Das haben wir fürchterlich gemacht, der Fall. Erst was machst du da schon wieder? Was denn? Mr. PC? User? Moment, ich muss kurz einmal... Sollst du? Also, ja, wurscht, die... dein Ding sehen wir jetzt da deine IP-Adresse. Ich meine, ist ja schön, aber... Ist ja nur intern, ne? Eine IP-Adresse, mit der kannst du was da... So, der geht daher und... Das Programm so funktioniert. Dann ist der Martin dran. Martin spielen, den Stefan spielen. Machen. Rick. Jetzt ist der Martin da. Jetzt bin ich mit Narf dran, ne? Mhm. Also mit anderen bin ich erst ganz am Schluss da. So, na dann werden wir hierher ziehen. Mhm. Gelegenheitsangriff, oder? Nein. Erstens, Gelegenheitsangriff kriegst du nur dann, wenn du ein bedrohtes Feld verlässt. Zweitens, wenn du nur ein Feld gehst, also diesen 1,5 Meter Schritt machst, dann kriegst du nie an. Ah, okay. Kennt jetzt so. Ah, ja, genau. Stimmt. So? Ja. So? Ja, musst schauen, ob sie das ausgeht mit der Ding, ne? Und so. Ja, muss ich. Ich schau mal kurz. Schau mal. Mhm. Damit du das. Schau, wenn du das Tor. Warte mal, langsam. Damit ich mir nicht versprich. Das Token in die Hand nehmen, also den Mauskörper drüber, Maustaste klicken und dann hast du das Token in der Hand und dann auf Leertaste drücken, bis zum ersten Wegpunkt, dann nochmal Leertaste drücken, dann nochmal Leertaste drücken, dann nochmal Leertaste drücken, dann siehst du, es ist 30 Fuß. Wenn du auslässt, dann machst du das Animation. Look aus mit der Ratte. 30 Fuß muss sie ausgehen mit der Ratte und dann kannst du hergehen. Weil dann erstens mal sehen die anderen auch, wie du bewegt hast und zweitens siehst du, ob es mit der Bewegungsrate ausgeht. Mit der Bewegungsratte. Mit der Bewegungsratte, ja. Ratte. Ja. Hast du mit der Ultern, was hat der für eine Waffe in der Hand momentan? Was? Der beißt? Der Ultern. Der Ultern. So. Weil du bist da. Es schaut so aus, als würdest du deine Zange nehmen wollen, ne? Nein, ich hab mein Dolch in der Hand. Sicherlich heißt der beißt. Ja. Schwarzen Plastikbilder. Das wollte ich wissen, weil mit einem, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bogen in der Hand hast, dann bedrohst du das Feld neben dir nicht. Ja, ja. Dann bedrohst du das Feld neben dir nicht und dann gibt es natürlich keine Zange. Ne? Zange ist nur, wenn beide zum Beispiel wenn beide gegenüberstehen und eine Nahkampfwaffe in der Hand haben.
Oder halt ein Feed haben, wo sie mit den Fernkampfwachen auch bedrohen. Aber was schon, kannst schon, kann schon mit der Ratte angreifen. Das heißt, die haben jetzt eh nicht so viel. Die haben Ratte an. Und was hat denn einen geschmeidigen Gebeiß? Das mit deinen Titten aus. Was ich jetzt? Na? Anton, das ist die sicher gar nicht. Ja, eh nicht. Ich habe ja keine Webcam. Warum sollte der Webcam haben? Ja, was das meinst du? Ich habe die ausgeschalten, Marco. Was? Will nichts sehen von dir. Echt? Passt. Also 21 trifft auf jeden Fall. So schwul. Ist ein kritischer Treffer? Nein, das ist nur, wenn es gewürfelt ist. Wenn's, das siehst du bei einem Makro so. Wenn es grün ist, dann ist er 20er, 19 oder halt was. Dann ist in der Crit-Range drinnen, ja. Und wenn es rot ist, dann ist es ein 1er. Das ist aber beim Damage ist wurscht. Beim Angriff selber war es wichtig, weil 1er trifft immer daneben. Und der 20er trifft immer, unabhängig von was für Rüstungsklasse du so drauf hast. Aber du musst es nur anschauen. Mit den 20 Strich. Ja, genau, dafür gibt es es, ja. Aha, okay. Das heißt, Damage ist 1, der nimmt 1 Damage. Aber habe ich nicht durch einen Zangenangriff, hätte ich nur einen verbesserten Angriff gehabt. Ja, ne, das ja schon, aber du hast zusätzlich getroffen. Ne? So ja. Das bringt nur was beim Angriff, ne? Achso, hoppala, ich habe da nicht geordnet gehabt, gell? Ausgeschaltet, ich will gar nichts von dir sagen. Ah, jetzt passt's. Gut. Nein, jetzt passt es noch nicht. Wie jetzt? Warte mal kurz, irgendwas stimmt da nicht. Spiel heute auch noch, oder? Ja, warte mal, irgendwas. Oder eh nicht mehr. Das ist wirklich nicht geordnet. Jetzt ist geordnet. Ja, passt, jetzt stimmt's. Aber es war ja die richtige Einfolge. Passt. Der David ist dran. Jetzt war es war ja die Ratte vor dir dran. Achso, das war die Ratte, nicht der Ultron? Okay. Nicht der Ultron, ja. Es war die Ratte. Ja. Der Nav. Nav. Ja, ich habe keine Ahnung, was ist denn das Beste in meiner Situation? Einfach den angreifen, der vor mir steht, weil wenn ich jetzt weglaufe, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon, ja. Okay, ja, dann fahr ich mir die Fresse. Hier ist dann Gelegenheitsangriff. Genau. Ja, voll in die Fresse. Ah, das geht's gar nicht. Ich such das Marker. Was du machen kannst, du kannst angreifen und dann einen Schritt weggehen. Nach hinten irgendwo, ne? Weil dann muss er sich dann bewegen. Aber dann kriegt er auch einen Gelegenheitsangriff. Nein, wenn du nur einen Schritt gehst, nie. Okay. Kannst einen Schritt, also ein Feld kannst du immer gehen ohne. Ja, ist wurscht, dann greife, macht er jeden einen Schritt vorwärts, das bringt dir nichts. Ist das angezeigt da? Bei mir im Chat wird das nicht angezeigt. Ah, jetzt! Wir kommen jetzt nur zuerst die 3D-Würfel. Attack Result, das geht sich aus, glaube ich zumindest. Cool. Damage 8, Sneak Attack Damage. Ich schau mal kurz, ob sich das wirklich ausgeht. Sneak Attack ist auch wie 6, ne? Ja, geht sich aus. Den hat er ja nicht. Den habe ich ja nicht. Ah, dann hast du nicht, aber ist ja wurscht. Dann, wenn du dem hast, dann reichen wir dazu. Wenn du dem nicht hast, dann reichen wir nicht dazu. Ne? Okay. Du machst 8 Schaden und. Stimmt. Der ist instant vorbei. Achso, nein. Der ist instant vorbei. Ich glaub, ja, warte, ich mache ja nicht die 4 Sneak Attack. Dazu. Das ist wurscht. Du machst 8 Schaden, ne? Ich glaube, es hat mehr als 8 Leben. Ja, aber die sind, glaube ich, reingerechnet in die. Nein, das macht ja nie mehr 8 Schaden. Wie soll ich das machen mit einem D6 Würfel? 8 Schaden mit einem D6 ist schwer. Naja, du hast Andi 6 plus irgendwas, ne? Dex-Bonus hast du noch dabei, ne? Naja, normalerweise nur Stärke, aber jetzt Andi 6 plus 1. Ich weiß nicht, ob man auch so anzeigt da. Andi 6 plus 1 plus Floor. 6 plus 1 plus. Irgendwas ist da drin. Warte, ich schau es noch mehr an. Aber es ist wurscht, du hättest den. Mit dem 6er. Würdest du den auf jeden Fall. Ding, oder darf man das wissen? Weniger als 8er. Genug, dass er sich mit einem 6er killt hat. Passt, das nächste ist da dran der Marco. Also du kannst noch einen Schritt gehen. Na Blödsinn, du kannst sogar noch eine Vollbewegungsrate machen. David? Nein, David kann noch Vollbewegungsrate machen. Wie geht es nochmal mit dem Planen, mit dem Hotkey? Wie wird das? Steuerung drücken und. Nein, nicht Steuerung. Du nimmst dein Token in der Hand, also klickst drauf und halbst die Maustaste und dann drückst du die Leertaste und dann bewegst du das. Und so weiter und so fort, ne? Und dann zum Beispiel so, ja. Nein, mach das. Also okay. Alles klar. Du kannst auch mehrere Male Leertaste drücken und immer wenn es dann über ein Feld ist. Ja, da kannst du wieder drüber gehen. Ja. Okay, ich bleib da stehen und piss auf ihn. Super. jetzt ist der Marco da. Wie lange werde ich meine Reichweite von meiner Bombe? Lass nicht auswendig, ich muss nachschauen. Warte. Aber ich glaube, der 20 Fuß oder so, 4 Felder oder so. Ich hab gar nicht dabei, euer Range 20. Ja, bitte.
5 bis 20 mal 4, gell? 4 Fuß, ah, 4 Felder, Entschuldigung, 4 Felder. Diagonal A? Ein Diagonalfeld, das erste Diagonalfeld zählt 1, das zweite zählt 2, das dritte zählt wieder 1, das heißt, du kannst 3 Felder diagonal schießen. An A-Feld kann ich gehen, ne? Diagonal. Kannst doch mehr als ein Feld gehen. Und dann schießen, stimmt auch, ja. Und dann auch schießen, ja. Also du kannst deine, weiß ich nicht, 6 Felder gehen und dann auch noch schießen, ne? Ohne Probleme. Ja, da scheiße ich dezent drauf. Was ist eine Bombe, die machen wir alle Schaden, oder? Geht 2 Schritt hinter und verstecken wir hinter David. Ja? Ja, der Mann, Alter, was ist? Was? Und Schieß auf den. Was denn? Geht das mit Pointen? Ping, ping. Hallo? Ping. Geht das mit Pointen? Ja, wenn du nur die Distanz messen willst, dann nimmst du das Lineal. Nein, ich will mit Pointen. Draufhalten, also hinklicken und die Maustaste gedrückt halten, so, ne? Ja, genau. Ja, schießt auf Ärm, ja? Passt? Oder eigentlich könnte er mal helfen, oder? Dann krieg ich einen Abzug, wenn ein Nahkampf schießt oder so? Nein. Ja, kriegst du einen Abzug, wenn du den Nahkampf schießt. Ja, ja, voll. Also, schieß am Freien. Also, du hast das Feed noch nicht, wo du den Abzug ignorierst. Ja, warte. So. Juhu. Kann jetzt einfach drauf schießen, das passt. Ja, mit einem Ansatz triffst du halt nichts, ne? Also siehst du ja einen Ansatz würfeln und jetzt ist das Kastlerrot, ne? Ansatz trifft immer daneben, egal wie viel das wirklich war, ne? Da ist der Ultran dran. So. Diese kleine Ranta da drin. Ich brauch das mit Charakter-Sheet da drin und nicht mit meinen alten wieder. Kannst du auch machen. Das heißt, ich mache einen Angriff mit meinen Jäger. Jäger? Ah, mit 3 wirst du nicht kommen. Was soll das heißen? Okay. Ja. Sonst machst du nichts, ne? Also du gehst nicht weg jetzt oder so. Ich könnte halt einen Schritt weggehen, gell? Moment mal, 3, aber ich krieg durch die Zangenbewegung, krieg ich noch was. Ja, das ist 2, also du kriegst plus 2 Angriff für die Zange. Achso, das war ein 5. Trotzdem. Ist auch schon ein bisschen mehr, aber trotzdem noch nicht genug. Ja, was ist das? Mhm. Dann sind die Viecher wieder da. Der geht daher und haut auf sie drauf. Genau, das meine ich. Das Weglaufen bringt dir nichts, oder? Nein, nein, die 20 plus. Nein, ich weiß nicht mehr. Schauen wir mal, was wir treffen. Trifft er nichts. 7 trifft er nichts. Und der. Ist einen Hack ausgemacht schon. Der drüben hat schon da angefangen zum Abrennen. Da fängt schon zum Brennen an. Das heißt, der geht jetzt da um. Was? Der fackelt also? Halt da brennt schon dieser Kahn da. Und der. Der geht. Kann der überhaupt irgendwas Tolles? Außer deppert sein? Singer. Singer irgendwas braucht? Ja, das bringt plus 1 für die Angriffe von den Goblins da in der Nähe. Plus 1 Angriff? Ja. Also die nimmt den Bogen und schießt auf die Ratte. Erst meine Ratte. Ja, wenn dann keiner hilft. Naja, so. Die zwei da hinten verstecken sie, das ist ja unglaublich. 20 bis 6. Ganz, wie verstecken wir noch mal hinterher? Wir sind nicht aus. Wie viel hat die Ratte? 14? Oder weniger oder mehr? Fortification AC hat 15. Ja, dann trifft es nichts. Und das war's eh mit meiner Runde. Ratte ist dran. Moment mal, ich hab bei mir nachgeschaut. AC ist 14, aber du hast auch 14 gehabt, also. Ja, normalerweise treffe ich da schon, ne? Echt? Also wenn ja, das gleich ist. Genau, ja, treffen, ja. Also, ja, ein D. Was hat denn das überhaupt? 4, was? Nein, 4 ist das, ne? 4 Schaden für die Ratte. Oh! Ach, das müssen wir noch oder 1 HP. Nein, die Ratte hat der. Die machen HP. Nein, ich hab. Achso, die Ratte. Okay. Ja. Schnell als Ratten. Die Ratte ist dran! So, das heißt. Die muss mir kurz mein schlaues Buch bereit machen. So. Ratte attackt den. Ich glaube, die sind ein bisschen gebufft, oder? Sogenannte Ratterlack. CDEFG. Undamaged.
Are you fucking kidding me? Schon wieder mit den Undamage oder was? Also 15 trifft genau und Undamage ist halt. Naja, jeder der plus 2 nachher noch kriegt, ja, den Zange. Also triffst du den auf jeden Fall. Und Damage ist halt ein bisschen wenig, ne? Die waren als dran. Ja, warte, ich hab schon einen umgebracht, gell? Ja. Bring mir das nochmal. 6 von den Dingern kann ich gehen, ne? Oder 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. Naja, wenn du einen Charge machst, dann hast du doppelte Bewegungsrate. Das heißt, das sind dann 12 Felder, ne? Aber das geht ja aus mit 6 zu denen. Ja, dann geht es aus. Du kannst auch normal hingehen, wie du willst. Bei einem Charge musst du aufpassen, kriegst du plus 2 am Angriff. Und minus 1 Rüstung für die kommende Runde. Das nächste Mal. Ja, ich glaube, minus 1 ist Rüstung. 20, Charge einen da. Der Marco steht hinten und rettet etwas, weißt du? Ja, kann ich mit dem Charge bestimmen, wie ich lande, quasi, dass ich so lande.